Na, alle zusammen, hier ist wieder euer Tila und heute bin ich wieder für euch in Battle for Azeroth unterwegs. Und zwar wollte ich heute euch mal wieder so ein kleines Opening präsentieren. Und zwar wieder eine Mythic Plus Chest. Und ja, ich bin letzte Woche, glaube ich, eine Elfer gelaufen. Oder? Ja, eine Elfer. Deswegen müsste ich eigentlich einen 10er Key rauskriegen. Und was wir sonst noch rauskriegen, ja, schauen wir einfach mal rein. Schuhe wären ganz gut. Oder was können wir noch brauchen? Hände. Was hab ich gekriegt? Nein, ich habe einen Ring gekriegt. Nein, wieder mit Crit und Tempo. Also, um das vielleicht für die Nicht-Drit-Tanks zu sagen, Crit und Tempo sind die beiden schlechtesten Stats. Mastery und Versa sind defensiv die besten. Und ja, ich habe schon zwei relativ gute Ringe. Blöderweise auch hier einen, der hochgerollt ist auf 93, der Crit und Tempo hat. Und dementsprechend, weil ich so viel Crit durch diese Ringe kriege, habe ich die Problematik, dass auch mein Buff in Uldur mit Crit skaliert. Und jetzt habe ich wieder einen Crit-Ring gekriegt, was sehr, sehr schade ist, weil, ja, ich den auch vom Item-Level schon nicht brauchen kann und von den Stats erst recht nicht. Wenn da jetzt Versa und Master drauf gewesen wäre, dann hätte ich einen von den anderen beiden Ringen ausgetauscht, um einfach mal bessere Stats auf den Items zu haben. Gut, was habe ich für einen Kill bekommen? Einen 10er Grundstück anwesend. Schon mal, ja, ist okay. Ist okay. Kann ich direkt in den eigenen 10er laufen und habe dementsprechend da nicht die Probleme. Gut, das war es eigentlich schon. Ich habe jetzt mit dem Ali leider letzte Woche keinen Key gemacht. Werde ich, denke ich mal, die Woche wieder basteln, ein bisschen mehr Zeit habe. Und ja, könnt mir gerne reinschreiben, was ihr so gedroppt bekommen habt die Woche. Habt ihr irgendwas gekriegt, was ihr brauchen könnt? Ich hatte leider jetzt nicht so Luck. Würde mich auf jeden Fall freuen. Euer Tila. Bis zum nächsten Mal. Ciao.